Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie bei uns Menschen spielt fürs Wohlbefinden und Gesundheit auch bei den vierbeinigen Hausgenossen die Ernährung eine grosse Rolle. Zu Recht fordert darum der Gesetzgeber, dass ein Produkt in ausgewogener Zusammensetzung alle Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente muss enthalten, bis es als Vollnahrung darf bezeichnet werden. In enger Zusammenarbeit mit einem bekannten Spezialist auf dem Gebiet ist bei Coop eine komplette Nahrungslinie für die Hunde entwickelt worden, die diesen Anforderungen voll entspricht. Bingo Balance. Es gibt sie als Dosenvollnahrung mit Rind, mit Bulle und mit Leber. Und als Flockenvollnahrung mit Gemüse und Rindfleischwürfeli. Je nach Gewicht, Alter, Rassen und Temperament brauchen die Hunde verschiedene Mengen von Nahrung. Wie viel, das können sie ganz einfach der übersichtlichen Anleitung entnehmen. Bingo Balance, ein sicheres Ernährungskonzept, Ihrem Hund zulieb. Äpfel sind in der Vergangenheit immer schöner und grösser geworden. Das ist ja ganz schön, wenn man selber entsprechend gross ist. Sonst kann das aber etwa mal zu Konflikt führen. Für kleine Geniesser offerieren wir darum neu Coppolino, die kleineren, knackigen Äpfel mit weniger Volumen, aber mit viel Aroma. So richtig zum Dreibeissen, wenn man für die Grossen noch ein bisschen zu klein ist. Coppolino-Äpfel, je nach Saison in verschiedenen Sorten, kommen Sie ab sofort über in einer praktischen Tragtasche bei uns in der Früchte- und Gemüseabteilung. Im Markenfeister stellen wir Ihnen regelmässig ausgewählte Produkte vor, die durch besondere Leistungen auffallen. Auch diese Woche möchten wir Ihnen wieder zwei bekannte Marken vorstellen. Mastro Lorenzo. Tasse um Tasse der Genuss frischen, echten Espressos. Von Jacobs Mastro Lorenzo, Ihr Espresso, privatissimo. Mastro Lorenzo, der Espresso, den Sie für sich bestimmt schon lange entdeckt haben. Den ganzen Tag morgen frisch gepflegt, mit Carefree kein Problem. Dieses morgenfrisch gepflegte Gefühl, mit Carefree habe ich es den ganzen Tag lang. Jeden Tag. Denn Carefree Slip-Einlagen bleiben einfach besser in Form und sind angenehm zu tragen. So fühle ich mich auch abends noch, morgenfrisch gepflegt. Mit Carefree Slip-Einlagen. Unsere Konsumentenjury hat diese Woche den Auftrag gehabt, das neue Roggenbrot zu testen. Und das ist dabei rausgekommen. Der intensive Roggengeschmack ist fast überall gelobt worden. Das Brot sei sehr köstig und bleibe lang frisch, heisst es da unter anderem. Der Geschmack war sehr gut. Ich finde, es ist das beste dunkle Brot, das Coop bisher hatte. Es kommt aber noch besser. Das ist genau das Brot, das ich schon lange suche. Wenn ich selbst Brot backe, schmeckt es so wie das Roggenbrot. Jetzt kann ich mir die Arbeit sparen. Bestnoten also für unser Roggenbrot, trotz dem Hinweis, wo da und dort auftaucht ist, es sei etwas zu wenig knusprig. Roggenbrot kann man leider nicht so knusprig backen, wie zum Beispiel ein halbweisses Brot mit Weizen. Und das geht darum nicht, wegen der Beschaffenheit des Getreides. Jetzt zu unserem Aktionsangebot. Ein Weihnachtsstern aus Schweizer Kulturen kostet zum Beispiel nur 4,90 und ein Sonnenbrot nur 1,35. Die Arni Kirschstängeli, 250 Gramm, kommen Sie über für nur 7,90. Verschiedene Coop-Kaffee sind jetzt besonders günstig. 500 Gramm Jubilor Classico Wack gibt es zum Beispiel für nur 5,80. Außerdem offerieren wir Ihnen den leistungsfähigen Satrap Profi Haarföhn für nur 49 Franken. Und da noch der Coop-Preisabschlag. Die Midi-Gurke kostet von jetzt an nur noch 2,50. Im Coop-Restaurant gibt es diese Woche ein besonders günstiges Menü, einen Hackbraten Grossmutterart mit Rollini Tricolore für nur 8 Franken. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, da noch ein Hinweis. Solche wunderschön blühende Amaryllis können auch Sie selber ziehen. Wenn es allerdings auf die Festtage noch lange, müsste man die Knollen jetzt antreiben. Gelegenheit ist besonders günstig. Diese Woche offerieren wir Ihnen Amaryllis in den verschiedensten Farben zum Aktionspreis. Mit dem auf Wiedersehen und weiterhin einen schönen Abend.